Was passiert mit mir nach dem Abitur? Studium, Ausbildung oder ein duales Studium? Damit die angehenden Abiturienten die Frage für sich beantworten können, veranstalteten die Industrie- und Handelskammer Magdeburg und die Agentur für Arbeit bereits zum vierten Mal die Messe Wegweiser Duales Studium. Die Messe am 1. Juni richtete sich an alle Schulabsolventen, die sich nicht zwischen Ausbildung und Studium entscheiden können. Von 15 bis 18 Uhr konnten sich die jungen Erwachsenen an verschiedenen Ständen informieren. Neben der IHK Magdeburg und der Agentur für Arbeit informierten auch die Otto-von-Guericke-Universität, 25 Unternehmen und die Hochschulen aus Sachsen-Anhalt über zahlreiche duale Studienmöglichkeiten. Auch die Bundeswehr war auf der Wegweisermesse mit einem sehr ausführlichen Stand vertreten. Sie informierte über ihre verschiedenen Studien- und Berufsgänge. Also wir haben zwei Sparten, wo wir Studienmöglichkeiten anbieten. Zum einen kann ich sagen, ich möchte Beamtin oder Beamter werden, habe hier die Möglichkeit, technisch im Bereich Verwaltung, aber auch im Bereich Naturwissenschaften zu studieren, um danach Beamtin oder Beamter zu werden. Die zweite Variante ist, ich werde Soldatin oder Soldat für mindestens 13 Jahre und kann dann über technische, naturwissenschaftliche und auch medizinische Studiengänge verfügen bzw. entscheiden, was möchte ich studieren und kann dann später als Soldatin, Soldat in diesem Studienbereich eingesetzt werden. In Kooperation mit der Fachhochschule Magdeburg-Stendal bietet die Lotto Toto GmbH den dualen Studiengang im Fach Betriebswirtschaft an. Gemeinsam mit der Otto-von-Guericke-Universität haben sie noch einen zweiten Studiengang in ihrem Programm, angesiedelt im Bereich der Informatik. In beiden Richtungen werden Studenten benötigt. Wir suchen natürlich immer händeringend Informatiker, aber da ist der Markt ziemlich leer, neue Studenten oder Auszubildende zu bekommen. Im betriebswirtschaftlichen Bereich ist es einfacher, wobei auch da die dualen Studiengänge nicht mehr so nachgefragt werden, wie es noch vor 10, 15 Jahren war. Das duale Studium erfreut sich gerade deswegen einer immer größeren Beliebtheit, weil es einen Berufsabschluss und Praxiserfahrungen zeitgleich mit dem Studium verbindet. Pluspunkte für duale Studenten sind Praxisbezug, Planungssicherheit und finanzielle Vergütung während des Studiums. Naja, erstmal verdient man nebenbei noch ein bisschen was und ich habe gleich die Praxiserfahrung, die ich beim normalen Studium nicht hätte. Das heißt, ich kann gleich losstarten, wenn ich fertig bin. Ja, also ich suche derzeit Elektrotechnik. Das halt finde ich sehr interessant und duales Studium deshalb vielleicht, weil ich finde, dass wenn man sich bildet, dann finde ich, sollte der theoretische Teil nicht nur das Wesentliche sein, sondern man sollte auch immer den praxisbezogen mitnehmen, quasi, um sich so besser bilden zu können. Rund 150 Unternehmen im Kammerbezirk Magdeburg sehen in dualen Studenten ihre Fach- und Führungskräfte von morgen. Von A wie Agrarwirtschaft bis W wie Wirtschaftsingenieurwesen waren viele interessante Studienrichtungen auch in Kombination mit zukunftsorientierten Ausbildungsberufen dabei. Die neuen Fachkräfte stehen nun in den Startlöchern und können demnächst den neuen Abiturienten von ihren Erfahrungen im dualen Studium berichten.